Das ist das neue Doppelhaus von Peter Hartig in Kiel. Alles schön ordentlich gemacht. Samt der frisch gepflasterten Hofeinfahrt. Meine Auffahrten ist in diesem Verbundpflaster gemacht worden. Anthrazit. 20 x 10 und 8 cm dick. Ja, ja, sehr schön. Aber hier auf dem kleinen Stück zwischen Auffahrt und Straße ist öffentlicher Grund, Herr Hartig. Hier haben Sie doch nicht etwa die gleichen Steine genommen? Für den Bürgersteigbereich habe ich die gleichen Steine verwendet wie in der Auffahrt. Auch von der Farbe her. Und habe mich da auch nach den Anliegen konsultiert in der Nachbarschaft. Aber es waren leider die falschen Steine. Falsche Steine? Herr Hartig, Sie können doch nicht irgendwelche Steine nehmen. Sowas wird von der Stadt Kiel gesetzlich genau geregelt. Das ist das Straßen- und Wegegesetz, Paragraph 21 und Paragraph 24 muss man da heranziehen. Und genau so muss der Stein aussehen. Der Stein ist 25 x 25 cm groß, ist ein grauer Betonstein, 8 cm hoch, den wir da überall verbaut sehen wollen. Genau, 25 x 25 x 8 und nicht 20 x 10 x 8. Von der Qualität her sind die noch weitaus besser, qualitätsmäßig besser wie die Betonsteine. Darum geht's aber nicht, Herr Hartig. Ihr Stein ist kein Standardstein. Die Baustandards werden durch eine Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen geregelt. Ja, die anderen Anwohner müssen sich schließlich auch daran halten. Ja, mein Nachbar nebenan, der hat ja auch nicht die Steine, sondern Asphalt wirklich bis zur Straße ran. Und er meinte auch so, Was? Der hat auch keinen Standardstein? Ich habe hier, glaube ich, noch kein einziges Haus gesehen, wo solche geforderten Steine vorgesetzt worden sind. Oh, hier hat der Gehweg graue zu kleine Steine, hier rote zu kleine Steine und hier sogar gar keine Steine, nur Sand. Nur weil das die Nachbarn schon vor Jahren genauso gemacht haben. Es gibt sozusagen kein gleiches Recht im Unrecht. Die anderen haben sich eben nicht erwischen lassen. Alle Widersprüche nützen nichts. Die falschen Steine müssen weg. Man schafft für zwei Familien Wohnraum und es werden im Grunde nur Steine in den Weg gelegt. Sehr lustig, Herr Hartig. Der Witz hätte glatt von uns kommen können.